Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen im Abschnitt Lippenherpes und es gibt einen einführenden Text und der ist ungefähr eine Seite lang. So. Lippenherpes. Nahezu 9 von 10 Menschen tragen Herpesviren in sich, aber nur jeder fünfte bis jeder zweite hat hin und wieder Probleme damit. Infektionen mit Herpesviren betreffen meist den Mund, Herpes labialis oder den Genitalbereich, Herpes genitalis, können aber überall auf Haut und Schleimhäuten auftreten. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Eine leichte Herpesinfektion im Mundbereich lässt sich ohne Medikamente überstehen. Nach 5 bis 10 Tagen ist die Haut in aller Regel verheilt, mit oder ohne Arzneimittel. Wer auf unterstützende Mittel setzt, kann die Bläschen mit hochprozentigem Alkohol betupfen. Zum Beispiel Myrrhetinktur. Das lindert den Juckreiz, kühlt und trocknet die Bläschen rasch aus. Fett- und zinkhaltige Pasten an den Wundrändern tragen dazu bei, dass die Haut dort nicht so sehr spannt. Sie können die Bläschen auch mit Hydrocolloidpflaster abdecken. Sie heilen damit zwar nicht merklich schneller ab, aber man sieht sie nicht so und sie schmerzen weniger. Cremes mit virushemmenden Substanzen, Melisse, Zinksulfat oder einer Kombination aus Zinksulfat und Heparin können den Verlauf kaum beeinflussen. Auch nicht, wenn die Cremes sehr früh aufgetragen werden. Auch nicht, wenn die Cremes sehr früh aufgetragen werden. Wann zum Arzt? Wenn die Herpesinfektion erstmalig auftritt, sehr ausgedehnt ist und sich nicht nur auf den Mund beschränkt oder länger als 10 Tage anhält, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Möglicherweise sind dann virusabtötende Medikamente zum Einnehmen sinnvoll. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Cremes mit antiviralen Wirkstoffen sind wenig geeignet, weil sie meist weder die Bildung der Bläschen verhindern, noch ihr Abheilen wesentlich beschleunigen. Keine der Substanzen kann die Viren aus dem Körper entfernen. Bei sehr schweren und häufig wiederkehrenden Herpesinfektionen oder bei geschwächtem Abwehrsystem können Tabletten eingesetzt werden, um Lippenbläschen vorzubeugen oder eine Herpesinfektion zu behandeln. Was kann ich selbst tun? Aufgeplatzte und noch nicht verkrustete Bläschen sollten Sie möglichst nicht berühren, weil sich die Stelle sonst leicht mit Bakterien infizieren und entzünden kann. Achten Sie darauf, dass Sie die Viren aus den Bläschen nicht über die Hände oder beim Waschen, über Waschlappen oder Handtuch in die Augen verschleppen. Sobald sich die Bläschen zeigen, sollten Sie jeglichen Mundkontakt zu anderen Personen vermeiden, damit Sie niemanden anstecken. Sobald sich die Bläschen zeigen, sollten Sie jeglichen Mundkontakt zu anderen Personen vermeiden, damit Sie niemanden anstecken. Wie lässt sich vorbeugen? Wenn Sie wissen, dass Sonnenlicht bei Ihnen einen Herpesausschlag fördert, sollten Sie auf Mundregion und Lippen Sunblocker auftragen, um die UV-Strahlen abzuhalten. Stärken Sie Ihr Immunsystem, indem Sie auf eine gesunde Lebensweise und ausreichend Schlaf achten. Wenn Stress bei Ihnen Herpesbläschen auslöst, sollten Sie ein Stressbewältigungstraining in Erwägung ziehen. So, das war der einführende Text zum Thema Lippenherpes und es geht weiter mit den Medikamenten und Wirkstoffen.
Es gibt rezeptfreie Medikamente. Und es gibt rezeptpflichtige Medikamente. So. Und was hier als allererstes auffällt, ist, dass Acyclovir als Wirkstoff aufgeführt wird. Aber dazu hier nichts steht. Es ist auch wenig geeignet. So. Ja. Ist dann halt mal so. Acyclovir taucht auf unter virushemmende Substanzen. So, jetzt verstehe ich das. So. Also, die Wirkstoffe sind Acyclovir, Melissenextrakt, Decosonal, Penciclovir, Zinksulfat, Zinksulfat und Heparin. Blub. Und Foscarnet, Foscarnet. Ja, das war es im Wesentlichen. Und es gibt Tabletten, also zum Einnehmen, Acyclovir-Tabletten. Die sind grün und geeignet und alles andere ist wenig geeignet, also nicht so gut. Ja. Ja, es sind alles Tabletten zum Einnehmen, die geeignet sind. Ja. Dann geht das weiter mit Docosonal in Klammern äußerlich, ist wenig geeignet. Tschüss.